Was geht? Herzlich willkommen zu diesem weiteren Video auf diesem Kanal. Und heute habe ich mal etwas richtig, richtig Heftiges für euch vorbereitet. Denn es gibt ja jetzt neue Harry Potter Sets und davon habe ich mal eins gekauft und das ist echt richtig cool. Und zwar das hier. Das ist für 20 €, Leute, 20 € für diese vielen Teile. Das ist ganz gut, weil Harry Potter kostet ja eh so viel. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich mir so ein Aragog-Teil gekauft. Das gibt es auch im Video, könnt ihr hier oben abchecken. Und hat auch 20 € gekostet und war ungefähr so klein. Und ja, dann sehen wir hier auf jeden Fall das Set. Hier Harry Potter haben wir auf jeden Fall, Voldemort, ein Todesser und wie heißt der Typ? Peter Pettigrew. Dann haben wir hier unten, ja, die ganzen Leute stehen. Und hier hinten haben wir noch die Funktionen drauf. So, hier auch den Todesser. Und hier das Witzige ist, hier gibt es so einen kleinen Baby Voldemort. Den sieht man jetzt hier nicht so ganz so gut. Ja, so. Und der ist echt witzig. Und wie man hier sieht, hier oben, Voldemort kann da so rausschrecken aus dem Ding. Er kommt sozusagen aus dem Boden. Dann ist hier auch der Portschlüssel dabei. Und ja, das war jetzt erstmal so das Grobe zum Set. Ich würde sagen, ich baue es auf und nachdem ich es aufgebaut habe, sehen wir uns wieder. Leute, es hat mir gerade echt geholfen, dass ich gefilmt habe, weil ich habe in der Videoaufnahme gesehen, dass das Teil, dass ich das da hinten hingelegt habe. Leute, ich habe es jetzt fertig aufgebaut und da ist das Ding. Ich finde es richtig cool. Der Witz ist, es ist ziemlich detailgetreu. Zum Beispiel im Film auch nimmt er so einen Knochen aus dem Grab und wirft es in den Trank. Dann nimmt er das Baby und wirft es auch in den Trank. Dann nimmt er seine eigene Hand, was das hier anscheinend symbolisieren soll. Und dann tut er noch Blut von Harry Potter mit seinem Messer abschneiden. Und das tut er dann auch hier rein. Das sind solche von diesen Kanonen, diese vorderen Dinger. Das wird sich ganz, ich finde das ganz schön richtig gut ausgefeilt. Und ja, wenn man dann hier drückt, sieht man Lord Voldemort, wie er hier rauskommt. Und ich finde diese Funktion echt witzig bei so einem kleinen Set, dass sowas geht. Dann haben wir hier auch noch den Portschlüssel, zu dem werde ich aber später noch was sagen. Hier hinten haben wir noch den Todesser, den ich auch ziemlich wegen dem Hut feiere. Dann natürlich Peter Pettigrew mit einer Hand oder hier mit der grauen Hand. Lord Voldemort natürlich. Den Harry Potter aus dem vierten Teil, wie man hier sieht. Und dann haben wir hier noch diesen Typen, den lasse ich jetzt auch mal als Minifigur gelten. Das ist so ein Grab, so eine Statue. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt eher auf die Details. Jetzt sind wir mal bei den Details und wir schauen uns mal diesen Grabstein hier an.
Bei dem Grabstein sieht man hier hinten einen Busch, was ganz witzig ist so. Und das Merkwürdige ist, hier ist das Zeichen der Heiligtümer des Todes. Wer liegt da drinnen? Das ist echt eine besondere Frage. Ich kann mir die irgendjemand beantworten, weil wer soll da drinnen liegen? Da sind die Heiligtümer des Todes drauf. Haben wir hier diesen merkwürdigen Grabstein, wo ich selber nicht check? Das ist nämlich irgendwie ein Steinfrosch da oben drauf und ein Frosch auf einem Grab. Über den Trank habe ich ja schon gesprochen. Es ist ziemlich cool, was da das alles wirklich genau verwendet wurde. Mir ist nur was runtergefallen. Aber das Beste von allem ist dieses Baby hier. Schaut es euch an, das ist Klein Voldemort. Das ist echt witzig, dass es den gibt. So als Babyform. Ich hoffe, da hinten sieht man, ja genau, so sieht man es viel besser. Und der ist einfach mega witzig. Und der schaut ihn euch an. Dann haben wir hier den Grabstein aller Grabsteine. Und das ist der Tom Riddle Grabstein. Hier sieht man es mit dieser Statue hier oben, die mega cool gelungen ist. Sie hat doch so Flügel hinten. Dann, hier ist alles Mögliche dabei. Hier kann man sogar hier Harry draufstellen. Der wird dann so gehalten von der Figur. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Dann als nächstes haben wir hier unten so diese Klappe natürlich, wo man eine Figur reinstellen kann. Hier Voldemort. Was ich persönlich, wie schon gesagt, ganz cool finde, dass es bei so einem kleinen Set sowas gibt. Weil sowas gibt es normalerweise bei eher größeren Setten. Setten? Kann man das so sagen? Bei etwas größeren Sets. Nun zu den Minifiguren des Sets. Sorry, dass die Kamera jetzt so gewackelt hat. Kommen wir erstmal zu Voldemort. Also ich finde, er sieht genauso aus wie in Deathly Hallows, also im letzten Teil, bei der Endschlacht da von Hogwarts. Und er sieht einfach so aus wie... Also er sieht mega cool aus. Und der Zauberstab von ihm, also der hier, ich packe die nie richtig aus, weil die gehen ziemlich schnell verloren. Der ist echt einmalig. Oder nicht einmal. Doch, ich glaube, es ist das einzige neue Set von Voldemort. Mit den neuen Zauberstäben. Und das ist, ich finde die Figur einfach richtig cool. Sie ist echt gut gelungen. Sieht fast so aus wie im Film. Ja. Kommen wir nun zu Harry Potter. Da habe ich den Zauberstab schon ausgepackt. Und er sieht natürlich wieder ganz gut aus. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, es ist einfach richtig cool, dass es jetzt die beweglichen Gebeine gibt. Aber mich nervt einfach, dass er so klein ist, Leute. Schaut euch Voldemort an und ihn. Er ist im vierten Teil schon so groß wie Voldemort. Also, ich finde das ein bisschen nervig. Auf jeden Fall, die Haare sind perfekt gestaltet. Hier sieht man es genau. Und da hier Gryffindor und hinten Potter von den Trimagischen Turnier. Dann haben wir hier einen Todesser. Das ist meine persönliche Lieblingsfigur von dem Set. Weil wegen diesem Hut hier, ich feiere den so mega. Leute, schaut euch den Hut an. Ich finde das richtig witzig. Davon gibt es auch einen Zauberstab, weil den habe ich auch noch nicht ausgepackt. Keine Ahnung wieso. Ja, auf jeden Fall hinten ist nicht viel Bedruckung. Auf den Röcken ist leider nichts bedruckt, was ich ziemlich schade finde. Also hier und hier. Dann haben wir hier Peter Pettigrew mit seinem Messer in der Hand. Er hat auch einen Zauberstab, aber den habe ich auch nicht ausgepackt. Er hat auch zwei Gesichter. Das hier erst eher so erstaunt. Und dann so das hier so eher böse. Dann, er hat erst die meistbedruckteste Figur, glaube ich, in diesem Set. Er sieht mega cool aus hier mit diesem schönen Anzug hier. Alles schön. Und das Messer ist natürlich auch cool. Was ich auch ziemlich feiere, ist dieser Portschlüssel. Weil, Leute, er ist... Er sieht halt so wirklich aus, als würde er leuchten. Mit diesem blauen Ding da drin. Das sieht richtig gut aus. Ich muss ein fettes Lob auch an die Leute, die das gemacht haben. Das war's jetzt aber auch mit dieser Review-Time-Folge. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ein Like da. Auch ein Abo würde mich auch ziemlich freuen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann.